Kaiserwetter beim ersten Saisonlauf der VLN-Langstreckenmeisterschaft Nürburgring. Frühlingsgefühle der motorsportlichen Art. Ja, bei dem Wetter, da juckt's schon im Gasfuß. Alles, was im Tourenwagen-Rennsport Rang und Namen hat, ist angereist, um die Rennsaison auf der Nordschleife zu eröffnen. Ohne Umschweife geht es zur Sache. Wenn du weißt, da sitzt ein Profi drin, der das kann, macht das einen Riesenspaß und dann haben wir uns richtig besorgt. Und nur bei ganz großem Druck wird nachgegeben. Ja, der Uwe ist so ein Kampfhahn und wenn der hinter dir ist und aufblinkt, dann lässt ihn lieber vorbei. Und gelernt wird auch etwas. Drei Youngster erstmals im Rennbetrieb auf der Nordschleife. Das Ziel, Start beim schwierigsten 24-Stunden-Rennen der Welt. Also, es war mega gut. Fehler machen diesmal aber alte Hasen. Die VLN auf dem Nürburgring, immer wieder voller Überraschungen. Aber Hauptsache, man hat sich am Ende wieder lieb. Der letzte Samstag im März, morgens kurz vor 8:30. In der Boxengasse des Nürburgrings stehen über 400 Fahrerinnen und Fahrer in den Startlöchern. In wenigen Minuten beginnt das Zeittraining zum ersten Saisonlauf der VLN-Langstreckenmeisterschaft 2014. Im Vorjahr hatte der Winter zu diesem Zeitpunkt die Nordschleife noch fest im Griff. Diesmal herrschen nahezu optimale Bedingungen. Ja, bei dem Wetter, da juckt's schon im Gasfuß. Der ganze Winter, der ist ja praktisch ausgeblieben. Und deswegen hätten wir eigentlich die Saison ja schon früher starten können. Aber es geht alles ganz gut. Mit dem Auto sind wir sehr zufrieden. Jetzt müssen wir nur noch eine gute Rundenzeit erhaschen. Er macht mega Spaß. Hammerstrecke, Hammerauto und dazu noch Hammerwetter. 170 Rennwagen aus verschiedensten Fahrzeugklassen nehmen das Zeittraining auf. Die VLN gilt zwar immer noch als Breitensportrennserie. Die Gruppe der Top-Autos wird aber von Jahr zu Jahr größer. Und auch das Fahrerfeld immer prominenter. Traumautos, Profifahrer, die Klasse der GT3-Fahrzeuge und hubraumstarken Specials. Voller denn je. Profirennfahrer geben sich die Lenkräder in die Hand. Vor allem die BMW-Teams Schubert und Mark VDS wollen es in diesem Jahr wissen. Das Ziel ist, den Gesamtsieg der 24-Stunden-Rennen, der 24-Stunden-Nürburgring. Ich glaube, das war auch noch nie anders, das Ziel. Und deswegen versuchen wir es auch dieses Jahr umzusetzen. Vier BMW Z4 durchgehend besetzt mit absoluten Nordschleifen-Kennern. Da steckt im Hinblick auf das 24-Stunden-Rennen Ende Juni mehr dahinter als nur ein Engagement zweier ambitionierter Privatteams. Stichwort Werksunterstützung. Das 24-Stunden-Rennen und der Nürburgring, die Nordschleife, einfach traditionell eine sehr, sehr wichtige Aktivität in unserem Rennprogramm. Und ja, wir sind froh, dass wir so einen tollen Fahrerkader haben, auf den wir zurückgreifen können, auch auf der Nordschleife. Und dieses Jahr haben wir zusätzlich noch die 235 E-Racing Cup Autos mit dabei. Also hier bei VLL1 schon für BMW ein richtig toller Auftrag. Tomczyk, Müller, Werner, Nachnamen nicht nur im Langstreckenrennsport mit einem guten Klang. Und jetzt auch noch Lukas Luhr. Angebot, Nachfrage und wir haben uns dann geeinigt und haben beschlossen, dass wir doch, wie wir beide Parteien glauben, ganz gut zusammenpassen. Und dann haben wir gesagt, dann probieren wir das mal. Und bis jetzt muss ich sagen, also ich von meiner Seite bin da voll zufrieden. Mantai Racing 2014 ohne Lukas Luhr und durchgängig professionell besetztes Fahrzeug. Deshalb die neuen Porsche Speerspitzen in der VLN. Team Falken Motorsport und Fricadelli Racing. Ja, eigentlich wie immer. Wir waren ja immer so einzelkämpfermäßig unterwegs, so als Privatteam. Aber wir kriegen immer ein bisschen Support von Porsche selbst. Die helfen uns schon. Und ja, wir arbeiten uns hoch. Bei Mercedes ganz hoch anzusiedeln, Rowe Racing, sowie die letztjährigen Gewinner des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring vom Team Black Falken. Audi in der Spitzengruppe permanent durch Dennis und Mark Busch vertreten, sowie durch Phoenix Racing. Wir haben ja mit dem Audi ein super ausgetestetes Auto, also wir wissen, was das Auto kann. Trotzdem ist es immer ein Feintuning und natürlich auch die Fahrer. Wir haben ja jetzt den Laurens Vantor mit auf dem Auto, der bis jetzt erst einmal das 24-Stunden-Rennen gefahren ist, aber super talentiert ist, auch super schnell ist. Vielleicht sind aber auch noch ganz andere super schnell.
Die schiere Masse an Topfahrzeugen in der VLN 2014 lässt jedenfalls darauf hoffen. Zurück beim ersten Saisonlauf der VLN Langstreckenmeisterschaft. Nur 15 Euro Eintritt und die Aussicht, den Auftakt der Motorsportsaison in Deutschland live mitzuerleben, hat reichlich Zuschauer an den Nürburgring gelockt. In wenigen Minuten geht es auf die Einführungsrunde. Der beste BMW Z4 im Zeittraining, allerdings nur Drittschnellster. Jörg Müller wird den Start der Nummer 25 des belgischen Teams Mark VDS absolvieren. Auf der zweiten Startposition der AMG SLS GT3 von Black Falcon, Lenz David Arnold hier zu Beginn des Rennens am Steuer. Die Pole Position aber für Phoenix Racing. Frank Stippler sitzt hier als Startfahrer im R8, verantwortlich für die Trainingsbestzeit von 8 Minuten 11, allerdings Marc Basseng. Mit der Sonnenbrille denken alle, der hätte ein bisschen auf. Ich hatte eine super gute Runde, am Anfang gleich vom Training. Und die Streckenbedingungen sind natürlich ein Traum heute, die Sonne scheint, es ist aber noch nicht so warm. Die Strecke hat zwar noch nicht so den Supergrip, aber wir haben es super gut hingekriegt und ich denke, das ist eine gute Ausgangsposition für uns. So sieht die erste von drei Startgruppen der 60. ADAC Westfalenfahrt aus. Gut 50 Fahrzeuge hinter dem Polesetter von Phoenix Racing. Der fliegende Start aus der Sicht von Uwe Ahlsen auf seinem privat eingesetzten BMW Z4 GT3. Ahlsen an fünfter Position, aber aufmerksam und sofort am Gas. Das reicht, um schon auf den ersten Metern zwei Plätze gut zu machen. Sowohl Buzz Landers in der 26 von Mark VDS als auch Lenz David Arnold im SLS von Black Falcon haben das Nachsehen. Anders sieht es mit Jörg Müller aus. Der behauptet in der Mercedes Arena Position 2, trotz schlechterer Außenbahn. Stippler, Müller, Ahlsen, Arnold. Das die Reihenfolge Ausgangs-Mercedes-Arena, dann Maro Engel im Rowe SLS und der Ahlsen Ford GT. Martin Tomczyk im Schubert Z4 Nummer 20 hängt auf der 11. Position fest. Der Verkehr vor ihm entwickelt sich unglücklich. Außen herum scheint es in Richtung Querspange schneller zu gehen. Sowohl Leinders als auch Dirk Werner im Schubert-Schwesterfahrzeug ziehen vorbei. Die ersten Meter auf der Nordschleife. Das Feld hat sich an der Spitze beruhigt. In den Top 10 zu dem Zeitpunkt Fahrzeuge von 6 verschiedenen Herstellern. Zurück im Cockpit von Uwe Ahlsen. Der hat sich im Bereich Flugplatz an Jörg Müllers Z4 festgebissen. Müller verteidigt geschickt. Im Hochgeschwindigkeitsabschnitt Richtung Schwedenkreuz bekommt Ahlsen dann aber den Sog des Vordermanns zu fassen. Müller kurz darauf nur noch Dritter. Der Uwe ist so ein Kampfhahn und wenn der hinter dir ist und aufblinkt, dann lässt ihn lieber vorbei und das habe ich dann auch gemacht. Teilweise sind wir 10, 15 Zentimeter nur auseinander gewesen und waren nebeneinander und hintereinander. Und wenn du weißt, da sitzt ein Profi drin, der das kann, macht das einen Riesenspaß und dann haben wir uns richtig besorgt und es war wirklich toll. Hat Spaß gemacht. Stippler, Ahlsen und Müller Mitte Runde 1 schon mit einem kleinen Vorsprung. Dann Arnold, Engel und Dominik Schwager im Ahlsen Ford GT. Die zweite Startgruppe inzwischen auch im Rennen. Dort im Vorderfeld vor allem 2 Liter Turbo Specials und hubraumstarke seriennahe Fahrzeuge. Alle immer noch zwischen 330 und 420 PS stark. Im Mittelfeld dann eine ganze Menge Opel Astra Cup-Fahrzeuge, eine der beliebtesten Fahrzeugklassen. Im Astra von Lubner Motorsport sitzt mit Jürgen Fritsche ein ganz erfahrener Pilot am Steuer. 2014 gibt es hier aber auch 4 Youngster, die ihre ersten Rennkilometer in der VLN sammeln. Der Opel Astra Cup in der VLN seit 2013 am Start und mit 16 startenden Autos zweitstärkste Fahrzeugklasse. Vielleicht auch eine Meisterklasse. Mit Klassensiegen kann man hier dank zahlreicher Teilnehmer besonders hoch punkten. Kaum einer weiß das besser als der VLN-Meister von 2002, 2006 und 2010, Mario Merten. Ich
ganz klar. Wir wollen natürlich versuchen, den Titel zu verteidigen und wollen natürlich auch gucken, dass wir in der Meisterschaft sehr weit vorne sind, in der Gesamtmeisterschaft. Das ist unser Ziel. Aber dazu gehört viel Glück und ja, da können wir wahrscheinlich im Oktober was zu sagen. Der Opel Astra Cup, aber auch eine Klasse zum Lernen. Dank einer Kooperation von Opel Motorsport und dem Deutschen Motorsportbund startet das DMSJ Youngster Racing Team in 4 VLN-Läufen. Krönender Abschluss dann das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, als Rennfahrer-Gesellenbrief sozusagen. Du bist im Feld ein Auto, was sehr viel überholt, aber natürlich auch von den Spitzenautos, von den Gesamtsiegerautos überholt wird. Und diese Kombination ist natürlich auch ein Lernprozess für die Jugend, um sich genau zu nivellieren mit dem, was also Speed bedeutet, in den eigenen Reihen, sprich in der Astra Cup-Klasse zu behaupten, aber auch gegen die Konkurrenz, die deutlich langsamer ist. Und natürlich zu engagieren mit den deutlich schnelleren Autos. Und das ist ein Lernprozess und da müssen die Jungs durch. Dominik Busch, Sandro Marsani, Robin Stritzek und Christoph Wohlfahrt, bisher nur mit RCN-Erfahrung und von Anfang an begeistert vom Opel Astra Cup. Die Zielsetzung für das erste VLN-Rennen allerdings eher sachlicher Natur. Auf jeden Fall erstmal unfallfrei ankommen und recht gute Zeiten fahren, dass wir uns die Linie von den anderen Astra-Fahrern schon mal abgucken, weil die sind natürlich in der Hinsicht wesentlich erfahrener als wir. Und das war fürs erste Rennen und auch hinsichtlich aus 24-Stunden-Rennen erstmal jede Menge Erfahrung mitnehmen. Jetzt am Anfang gucken wir erstmal, dass wir mit dem Auto zurechtkommen, Setup finden, dass wir uns alle wohlfühlen. Und dann so in den nächsten Rennen, bis zum 24-Stunden-Rennen, soll dann auch die Zeit irgendwann kommen. Lernfortschritte sind jedenfalls unverkennbar beim DMSJ Youngster Racing Team. Der Opel Astra und die VLN auf der Nordschleife, wie es scheint, ideales Lehrmaterial. Heute ist nochmal ein ganz anderes Feeling, auch mit den Zuschauern an der Strecke. Also das Auto läuft super. Wir sehen auch schon die ersten Steigerungen von der letzten, vom Testfahren bis nach heute. Also da ist schon ein Fortschritt da und bis zum 24-Stunden-Rest ist unser Ziel, dass wir eben vorne mitkämpfen können und auch mal den einen oder anderen Zweikampf miterleben können. Zu Beginn des Rennens die Youngster aber erst einmal weit hinten in der Opel-Klasse. 14 Astras waren im Zeittraining schneller. Die Teamkollegen der Opel-Youngster erst einmal im Abseits. Das Problem, der Hanno, mein Fahrerkollege, hatte ein bisschen Feindberührung hier irgendwo auf dem Grand Prix-Kurs und stand mal kurz im Kiesbett und musste von einem Trecker rausgezogen werden. Da haben wir sicher drei, vier, fünf Minuten verloren. Zurück im Astra von Lubner Motorsport. Die mehrfachen VLN-Meister Jürgen und Heinz-Otto Fritsche sowie Thorsten Wolter wechseln sich hier am Steuer ab. Zu Beginn des Rennens liegen sie an dritter Position. Zurück bei den Top-Autos und einem Stopp schon nach 3 Runden von Fricadelli Racing. Patrick Heusmann ist von 22 auf 10 vorgefahren, dann aber im Verkehr stecken geblieben. Strategiewechsel. Die Spitze ist nach 3 Runden auf die Cup Astras aufgelaufen. Stippler mit einem kleinen Vorsprung vor Ahlsen und Müller. Solche Vorsprünge im Überrundungsverkehr, aber immer wieder ganz schnell dahin. Je nachdem, wie in den einzelnen Klassen gerade gekämpft wird. Und so sehen Überrundungen aus der Perspektive von Topfahrern wie Uwe Ahlsen aus. Erst einmal ranbremsen an Stippler, der warten muss. Dann vorbei im Opel von Mario Merten. Jürgen Fritsch im Lubner Astra auch immer mit einem Auge im Rückspiegel. Schließlich die beiden führenden Astras mit Alexander Mies und Yari Nuoramu, dem Spitzenreiter in der Cup-Klasse. Erst dann haben Stippler und Ahlsen wieder freie Fahrt. Jörg Müller bis zum Boxenstopp nach Runde 5 nie weit weg von Uwe Ahlsen, genauso wie Lance David Arnold, der nur mit dem Start unzufrieden. Ja, dann fährst du auf 4, dir fällt die frische Luft von vorne für die Aerodynamik und dann wird es ja nicht besser. Ne? Der Hals wird auch nicht direkt dünner und ja, so ging es dann bis zum Ende. Ich habe aber trotzdem einen sauberen Job fahren können, einen sauberen Sinn fahren können, das Auto auf 3 oder 4 übergeben können. Von daher hat es gepasst. Nach 7 Runden der erste Stopp des Ahlsen Z4. Philipp Flatzig nun für Uwe Ahlsen am Steuer. Der Tankvorgang wahrscheinlich kürzer als gleich beim führenden R8, der draußen geblieben ist. Vielleicht kommt man so am Phoenix Audi vorbei. Erst einmal wird in kompetenter Runde Stint 1 aufgearbeitet.
zurück in der VLN-Langstreckenmeisterschaft. Nach 8 Runden ist Frank Stippler als Führender an die Box gekommen und hat das Steuer an Laurens Fantor übergeben. Neuer Spitzenreiter aufgrund des kürzeren Tankstopps eine Runde zuvor, Philipp Latzig im Alsen Z4, der Vorsprung allerdings gering. Ja, war gut der erste Stint. Wir haben die alte Strategiediskussion, wie schnell fährt man in den ersten Rennen vor dem 24-Stunden-Rennen. Wir haben uns dazu entschlossen, voll zu pushen, wie wir es die letzten Jahre auch schon gemacht haben. Und war dann, ob die Vorsprünge größer oder kleiner geworden sind, hauptsächlich dem Verkehr geschuldet, wie man durchgekommen ist. Ich habe zweimal sehr viel Glück gehabt. Vlatzik bleibt ein ums andere Mal im Verkehr hängen. Fantor schließt schneller auf als erwartet. Ausgang Adenauer Forst ist der Audi dran am Z4. Mit Tempo 250 geht's Richtung Metzgesfeld. Vlatzik dort mit einem Quersteher. Sofort ist das Tempo raus. Fantor attackiert. Vlatzik spielt wohl auch ein bisschen mit beim Führungswechsel. Jetzt auf der dritten Position der Rowe SLS. Zwei Reifenschäden später gibt das Team allerdings aus Sicherheitsgründen auf. Im Astra Cup wartet derweil Dominik Busch auf seinen Stint. Sandro Marsani ist den Start gefahren. Jetzt liegt das DMS Youngster Racing Team auf Position 9 in der Klasse. Für das Debüt in der VLN eine astreine Vorstellung. Das Selbstvertrauen wächst. Also es war mega gut. Ich habe schon gemerkt, also mein Ziel war eigentlich bis zum 24-Stunden-Rennen gut mit den Astras mithalten zu können. Aber ich habe gemerkt, waren auch schon ein paar Astras dabei, wo man sich locker hinten dranhängen konnte, auch überholen. Und jetzt muss ich mir ein neues Ziel setzen. Ne? Die Nachwuchsfahrer bisher also ohne größere Schnitzer, genauso wie Jari Nuoramo und Juha Hanunen, die beiden finnischen Fahrer auf dem führenden Astra. Schlussfahrer Ralf-Peter Bonk mit Sicherheit in der Lage, die Führung nach Hause zu schaukeln. Denn das Fahrzeug von Lubner Motorsport nun doch schon ein ganzes Stück weit weg und die zweite Position wurde geerbt. Kurz zuvor Heinz-Otto Fritsche noch Dritter, eingeklemmt zwischen zwei Autos von Bonk Motorsport. Doppelgelb für Tempo 60 sieht Jürgen Nett allerdings zu spät. Während Fritsche ausweichen kann, erwischt Nett ausgerechnet seinen Teamkollegen. Für beide Fahrzeuge das Aus. Tim Schrick hingegen mit einer sensationellen Aufholjagd. Am Ende sogar noch Platz 2. Ich musste da so ein bisschen ein paar Kohlen rausnehmen im Kurvenausgang. Und das hat jetzt bei dem ersten längeren Einsatz über 7 Runden hat das wunderbar geklappt. Also ist meine Strategie aufgegangen, dass ich also die ganze Zeit Topzeiten von der Spitze fahren konnte und die auch halten konnte, ohne dass ich die Reifen kaputt fahre. Die Entscheidung im Kampf um den Tagesgesamtsieg nach 23 Runden. Uwe Alsen als Führender beim letzten kurzen Tankstopp. Marc Basseng, Schlussfahrer im Phoenix Audi, nun wieder in Führung. An dritter Position jetzt der Black Falcon SLS vor Jens Klingmann im Schubert Z4. Es waren viele Gelbphasen. Zwischendurch wurde auch eine rote Flagge mal gezeigt, weshalb ich dann dachte, ach, jetzt ist wieder Rennabbruch. Dann ging es aber doch direkt weiter. Alles war ein bisschen chaotisch, aber fürs erste Rennen ist alles eben wieder neu. Man muss sich neu darauf einstellen. Vor allem auf Reifenschäden, heute sehr zahlreich. Kurz vor Schluss erwischt es Uwe Alsen, Aufgabe statt Podiumsplatz. Den erben Klingmann, Tomczyk und Dominik Baumann. Der zweite Platz geht an Black Falcon. Wir fahren eine neue Reifenmarke, dann müssen wir noch das richtige Setup finden. Aber wir arbeiten dran Schritt für Schritt über die nächsten VLN-Rennen. Und dann sollten wir bei den 24 Stunden denselben Speed-Level haben. Der Sieg beim VLN-Saisonauftakt aber für Phoenix Racing. Mit der Besetzung Frank Stippler, Laurens Wantor und Marc Basseng. Mit Wantor scheint im Phoenix-Team ein weiterer Nordschleifen-Spezialist heranzureifen. Ob es mal 26 VLN-Siege werden wie bei Basseng, sei dahingestellt. Wie am Kommandostand zu sehen ist, ein VLN-Sieg zählt etwas. Ich hatte eine leichte Berührung im Hatzenbach-Geschlänge mit dem Clio. Wir mussten den Splash and Dash vorziehen, weil die Zuluft für den Getriebekühler ein bisschen blockiert war. Und am Ende gab es unheimlich viele Unfälle noch und Gelbphasen und ja, die Reifenschäden gab es mehrere, haben sie mir durchgefunkt. Und deswegen bin ich froh, dass wir durchgekommen sind.
Drei Marken auf den ersten drei Plätzen. Das spricht auch für die VLN und ihre Ausgeglichenheit. In den Top 8 sogar Fahrzeuge von 6 verschiedenen Herstellern. Das kann sich wahrlich sehen lassen. Im Opel Astra Cup am Ende Jari Nuoramo, Juha Hanun und Ralf-Peter Bonk ganz vorne. Eingerahmt von Größen wie Tim Schreck und den Fritsche-Zwillingen. Erstmal ein Bonk ist immer irgendwo auf dem Podium, egal wo. Das ist erst schon mal gut. Dann haben wir die Werksmannschaft mit dem Werks-Opel ja erstmal gebügelt. Und man darf nicht vergessen, es ist das zweite Jahr für die Finnen erst hier auf dem Nürburgring. Dafür sind die verdammt gut und die haben auch so viel rausgefahren. Ich brauche das zum Schluss nur noch verwalten. Die Entwicklung bei den Youngstern ebenfalls beachtlich, am Ende Platz 7. Das heißt für mich, gelernt, umgesetzt und ja, auch tatsächlich heute hier ins Ziel gebracht. Ne? Aber nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Die Möglichkeiten zur Verbesserung noch vielfältig. Das DMSJ Youngster Racing Team auf jeden Fall eine gute Idee und die VLN samt Nordschleife ein ideales Terrain.